Toolboxen vor mich war und welches das Framework, womit man damit programmieren kann, am besten. Würde ich es dann mal so beschreiben. Das Praktische daran ist, dass halt mit ganz einfachen Befehlen dir schon Strukturen vorgegeben werden, womit man dann relativ schnell Web-Anwendungen aufsetzen kann. Und letztes Wochenende war die Veranstaltung namens Rails Girls auch in Berlin. Also die gibt's. An welchem Datum? Weil dieses Video wird ja bestimmt noch in 100 Jahren geguckt. Okay, das war der. Das war der 20. Nee, Quatsch, der 13. und der 14. April 2012. Vielen Dank. die Organisation Rails Girls wurde in Finnland gegründet von zwei Frauen, die die Idee hatten, irgendwie Programmieren an Beginner, vor allem vorwiegend Frauen, zu lehren oder so. Also halt auf eine spielerische Art und Weise Leute zusammenzubringen und sie zum Programmieren zu animieren und die quasi die Schwelle sehr niedrig zu setzen, da einzusteigen. Und sie haben einen ziemlich großen Erfolg. Also in Berlin waren, glaube ich, bis jetzt die meisten Besucherinnen. Es waren auch ein paar Männer erlaubt, die mussten aber zusammen mit einer Frau dahin kommen. Und ja, keine Ahnung, es war halt vorwiegend zum Treffen, würde ich jetzt mal sagen. Also man hat nicht viel gelernt, sondern uns wurden eher die Werkzeuge in die Hand gegeben, da irgendwie selber mal was auszuprobieren und so. Und ich hatte vor ein paar Jahren schon mal so eine Kinderspielübung von Ruby on Rails gemacht und ich fand das irgendwie ganz interessant. Und als ich dann gelesen hatte, dass das in Berlin stattfindet, dachte ich, ich bewerbe mich da mal und bin dann da hingegangen. Und so sah das aus, es ist ein Beta-Haus gewesen. Freitagnachmittag haben wir uns getroffen, um zu installieren. Da waren halt einige sogenannte Coaches da, die uns halt dann dabei geholfen haben, es überhaupt aufzusetzen. Und dann Samstagmorgen um 9 ging es dann los. Und wir haben den ganzen Tag verschiedene Aufgaben gekriegt und die umgesetzt, so in kleineren Gruppen mit Leuten, also Coaches an jedem Tisch dann, die uns dann die ganze Zeit so betreut haben und durchgeführt haben, bei jeder Frage irgendwie wussten, was zu tun ist. Waren auch Amerikaner dabei und Finnen und ich weiß nicht, aus vielen Teilen der Welt. Die haben es alle freiwillig gemacht, die Coaches, also haben nichts dafür gekriegt. Und die ganze Veranstaltung war auch kostenlos, also es wurde nur durch Sponsoren überhaupt ermöglicht. Und die wurden dann auch öfter genannt und wir haben dann so Flyer und Beutel und alles in die Hand gedrückt bekommen. Ich werde die Sponsoren jetzt nicht nennen, also ich kann es euch dann sagen, dass ich das... GitHub! Nee, nicht. Nicht? Mm-mm. Okay. Soundcloud und Ruga. Naja. Und, die haben auch Geld. Ein komisches Startup, das nennt sich Amen. Ich weiß nicht, ob davon schon mal jemand gehört hat. Oder Amen. Das fand ich ein bisschen komisch. Ja, und ja, dann haben wir halt den ganzen Tag gecodet, verschiedene Vorträge gehört, unter anderem von einer Amerikanerin, die innerhalb eines Jahres sich Ruby on Rails beigebracht hat und jetzt fest in einer Firma als Entwicklerin arbeitet, die so total euphorisch davon erzählt hat. Das war ganz lustig. Und dann gab es sogar Mittagspause mit leckerem Essen. Und dann nachmittags nochmal eine Runde. Abends gab es dann noch eine Party. Also es war ein nettes Wochenende. Ich fand es ganz cool. Ich habe auch ein paar nette Leute kennengelernt und so. Es war eine angenehme Atmosphäre und ja. Die hast du schon geedit? Bei Facebook. Bei Twitter. Ja, wir haben, also die Rails Girls Seite ist ganz gut aufbereitet. Es gibt da
eine Materials-Seite, wo so ein bisschen, achso, da bin ich sogar schon drauf. Drück doch mal F11. Was? F11 für Vollbild. Gute Idee. Ja, die ist ein bisschen, ist nicht gerade aktuell, weil hier die Fotos zum Beispiel, die sind aus irgendwelchen Helsinki-Veranstaltungen oder so, aber hier unten zum Beispiel waren ganz gute Links. Damit habe ich auch angefangen, an dem Freitagabend schon mit Try Ruby. Das ist eine ganz nette Sache. Du hast halt zwei Spalten und links ist die Anweisung, was du machen sollst und rechts kannst du es direkt eintippen und ausprobieren. Also, das ist dieser Nachfolger von Hackety Hack, oder? Genau, genau. Aber das ist halt mehr an Erwachsene gerichtet, würde ich. Also auch noch mit kleinen Zeichnungen und so, aber es sind auch zwei verschiedene Leute, die. Also Hackety Hack hat. Obwohl, nee, ursprünglich hat es Try Ruby und auch Hackety Hack war der gleiche Typ, dieser Y. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Der hat so ziemlich viel dafür getan, dass Ruby halt unter die Leute kommt. Also so Einführungstexte geschrieben und irgendwie auch halt diese Übungen und so. Und irgendwann ist er völlig von der Bildfläche verschwunden. Also die haben von digitalen Selbstmord geredet. Also keiner wusste mehr, wo er hin ist und ganz lustige Geschichte. Also nicht lustig eigentlich, weil es immer noch nicht ganz raus, was mit ihm passiert ist. Ist völlig abgetaucht, aber eine interessante Geschichte. Nee, der lebt noch, also das weiß man. Aber er ist komplett nicht mehr ansprechbar oder keine Interviews gibt. Er ist digital tot. Ja, digital tot. Oh Gott, unvorstellbar. Ja, also wem das interessiert, ich habe da auch so einen Artikel, das ist ganz lustig zu lesen. Oder interessant einfach, wie jemand sowas machen kann. Ja, genau, also es wurde von einem entwickelt und nachdem er sich halt dann komplett von der Bildfläche abgemeldet hat, haben das halt dann verschiedene andere Leute weiter entwickelt, dieses Try Ruby. Das ist jetzt auch so ein Gemeinschaftsprojekt und wurde jetzt, glaube ich, von Code School irgendwie übernommen. Und ja, also ganz nett zum Ausprobieren und sehen, wie niedrig die Schwelle eigentlich ist und also, keine Ahnung, man kann sich da so durchklicken. Das kann ich euch sehr empfehlen. Macht Spaß. Ne? Weil du sagtest, da waren die Fotos von den anderen Events, waren an dem Wochenende nicht irgendwie in mehreren Städten sogar, diese Red Skulls? Nee. Letztes Wochenende, also jetzt das, was gerade vergangen ist, ja. Da war es in Krakau. Und ziemlich viele Coaches, also unter anderem einer, der uns betreut hat aus Amerika, der ist extra wegen Krakau gekommen und hat so eine Europareise gemacht und war dann in Paris am Donnerstag, wurde angeschrieben, willst du nicht doch nach Berlin kommen und da auch mithelfen? Und dann ist er spontan auch nach Berlin gekommen. Mhm. Das war ganz lustig. Aber also es ist eigentlich nicht am gleichen Wochenende gewesen. Es war ein Wochenende später von Krakau. Ja, das haben wir gemacht und dann, dann ging es nach der Installation, die auch sehr gut dokumentiert war, also was ist hier unten? Da gab es zwar dann ein paar Probleme, weil die eine falsche Version verlinkt hatten, aber das hat sich dann auch irgendwie geklärt. Und dann haben wir das installiert anhand dieses Guides. Also das könnt ihr auch wirklich eigentlich alle, auch für dich, Tobi, weil du ja so gern dabei gewesen wärst. Es ist eigentlich alles dokumentiert. Ich musste mich da schon alleine durchquälen, danke. Ach, hast du schon gemacht? Ja. Gut. Und dann haben wir angefangen, unsere erste App zu bauen. Und erstmal habe ich mich gefragt, was ich für einen Editor nehme.
ist ja auch immer eine wichtige Frage. Notepad. Und da ich mit Atana viel beruflich auch mache, habe ich geguckt, ob das auch unterstützt wird. Und mit der neuen Version Atana Studio 3 ist auch Ruby enthalten. Und dann bin ich dabei geblieben. Also viele haben dann so diesen Komodo-Editor runtergeladen, aber das wollte ich irgendwie nicht. Und dann ging es los. Das Gute an, also ja genau, das habe ich ja vorhin auch gemacht. Ich habe mich durch die Ordner geklickt, habe den Server gestartet. Das ist einfach ein Befehl, Rails S. Damit ist der Server gestartet. Und dann, das ist das Krasse bei Ruby, das ist einfach so, oder Ruby on Rails, einfach ein Befehl, um eine Struktur aufzubauen, sogenannte Scaffold. Damit hast du schon die komplette MVC-Umgebung und Ordnerstruktur. Du baust hier die Datenbank auf mit einfach Variablename und Typ und migrierst die Datenbank und startest den Server nochmal. Und dann hast du deine erste App. Das war ziemlich faszinierend. Also diese Überschrift, Tabelle, Show, Edit, Destroy, das war alles schon da. Und ja, wenn du auf Edit gehst, waren auch die Formulare schon da. Also es ist alles eigentlich kein großes Ding mehr gewesen. Außer dann noch Felder hinzuzufügen. Das war dann nicht ganz so einfach. Aber ja, sonst fand ich ganz faszinierend. Dann, was soll ich noch sagen? Also um das deutlich zu machen, diese eine Zeile hat das alles generiert. Genau. Das ist ja der Trick. Das ist der Trick. Scaffolding. Ich kann ja mal, komme ich nur wieder raus? Was du okay. Ja, okay. Das kann ich dir noch zeigen. Atana hat jetzt Syntax-Highlighting und den ganzen Krimskram? Ja, also Syntax-Highlighting schon eine Weile. Aber nein, ich meine jetzt für Ruby und so? Ja. Und auch Vervollständigung und so weiter? Mhm. Ja, vorher ging das nur, also mit der 2er-Version ging es nur mit einem Plugin, aber jetzt ist es auch schon integriert. Okay. Ja, auch hier Lager zugelassen. Also diese ganze. Diese ganze Ordnerstruktur und so, das wurde alles mit einem Befehl angelegt. Mit den Views, Models, Followers, alles schon da. Haben. Das war eine Ideen-App, wo man eine Überschrift oder Name von einer Idee hat, einen Text dazu und ein Bild hochladen kann. Also wirklich ganz basic. Das hat auch also eigentlich keinen Sinn groß, aber es war ganz gut, um das mal zu sehen. Und also das ist zum Beispiel jetzt, um eine Idee anzeigen zu lassen. Da habe ich dann auch noch Kommentare reingebaut, wo man auch kommentieren kann. Was auch noch ganz cool ist, ist die Benamungskonvention. Also ein Kommentar hat die Variable Namen Kommentar oder Comment. Und man verknüpft dann Ideen mit Kommentaren, indem man einfach Ideen mit Kommentaren, indem man sagt has many und dann comments, also
die Mehrzahl. Obwohl der variable Name Comment heißt. Das ist so gemacht, dass man das gut lesen kann. Genau, das fand ich total faszinierend, das wusste ich vorher nicht. Also es ist wirklich, ja, kann man sich fast vorlesen und weiß genau, was gemeint ist. Also sind ja zwei Sachen. Das eine ist, man kann es gut lesen und das andere ist, es ist eine Konvention. Wenn du es nicht so machst, hast du viel Rhythmik. Ja, ja, das ist gut. Dann kannst du super selber programmieren. Ja, wollte ich was? Was habt ihr denn neu zusammengebaut? Na, das habe ich ja schon so versucht zu zeigen. Also es ist so eine Ideenliste genannt. Das ist einfach eine ganz simple Liste, wo man Ideen eingeben kann oder einen Text, eine Überschrift, einen Text und ein Bild hochladen kann. Und habt ihr dann noch dran weitergebaut oder was habt ihr noch für andere Sachen gemacht? Also es war nicht viel Zeit, es war ein Tag und wir haben dann auch mehrere Vorträge, gab es dann auch noch und Was haben wir in den Vorträgen gemacht? Na, das war diese eine.